Ja, wie der Name es eigentlich schon sagt, sollte das Konzert wirklich für jedermann aus der Bevölkerung sein. Jeder sollte einfach an so einem Konzert Freude haben, sollte animiert sich fühlen, weiterhin Konzerte zu besuchen und einfach Blut zu lecken für die Klassik. Diese Kulisse, die wir hier haben in der Altstadt, ist wahrscheinlich wirklich einzigartig. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, möglichst viel Publikum erreichen, das gemeinsam mit uns hier diese tolle Umgebung, natürlich die tolle Musik genießen kann. Für einen jungen Dirigenten und für mich besonders war immer ein Wunsch, dieses Mozarteum-Orchester zu dirigieren zu dürfen. Was kann man sich mehr wünschen als Dirigenten? Man spürt jede Ecke, das Mozart, diese Festspiele, das ist fantastisch. Also ich glaube schon, dass es ein Programm für jeden Mann ist, weil diese Musik hat eben einen folklorischen Zugang und die Leute spüren diese Wurzel in der Musik und es bringt dann die innere Freude. Aber das Besondere in diesem Jahr besteht darin, dass wir dieses Konzert einem besonders guten Zweck widmen, und zwar dem Kinderschutzzentrum in Salzburg. Also es ist ein Wohltätigkeitskonzert. Als Französisch, man ist gewöhnt, immer die französische Musik zu machen, Impressionismus, so Debussy, Ravel und so weiter. Und man kommt nicht so oft dran an diesen feurigen Repertoire. Da kann ich wirklich meine ganze Energie und Seele reinbringen.